mich das hier mal von Alp identifizieren lassen. Wenn ich sammle Sachen auf, vielleicht sind es ja magische, wer weiß. Ja, vielen Dank für die Information. Ich weiß nicht, ob ich es anklicken muss, aber ich mach's lieber. Sicher ist sicher. Zauberfertigkeit. Achso, nein, doch falsch. Ach, verdammt, wieder ganz raus. Warte, kann ich jetzt. Ja, nee. Ah, was zum. Was passiert hier? Ah, so. Nein, was? Hä? Ach komm. Verarsch mich nicht. So. Zaubersprechen. Halb. Hellsicht. Analy. Ja, ich hätte gern. Ja, ich hätte sie aussehen müssen. Okay. Dolch. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja vielleicht sein können. So. Mehr scheint hier auf der Etage nicht zu sein. Wobei, ich war jetzt noch nicht hier drin, aber es wird auch nicht mehr als sowas hier unten sein. Vielleicht auch mit Truhe tatsächlich. Ich gucke nochmal nach, sicherheitshalber. Bevor ich jetzt nach ganz unten gehe. Da. Tatsache, Truhe ist drin. Oh, Zombie und Mumie auf einmal. Habe ich in der Kombi auch noch nicht gesehen bisher. Schön. Wieder was Neues gelernt. Ich würde das Schiff eigentlich noch ganz gerne fertig machen heute, aber ich weiß nicht, wie lange das noch dauern kann. Ich habe auch nicht unendlich Zeit, wie es immer so ist. Aber ich werde zumindest noch die eine Folge jetzt fertig machen. Habe ich zumindest 5 Folgen statt der üblichen 4 aufgenommen. Das ist besser als nichts. Tschüss, Mumie. Ach, cool. Alp ist außer Gefahr. Finde ich auch vernünftig so. Ich hatte ja noch Heiltränke, oder? Ich könnte ja vielleicht überlegen, welche zu nehmen. Demnächst. Schwere Dolch, Entermesser, Degen, Dreizack. Interessant. Nein. Nein. Ach, auch noch eher alleine. Ich meine, er kommt als Kämpfer klar, aber. Ja, toll. Aber ich kann halt nichts sehen, wie man sieht. Mist. Vielleicht komme ich ja hier gleich direkt runter. Nach dem Kampf gegen die Mumie. Kein XP für Seef, nein! Das ist dramatisch. Schön, so dramm ist Alp. Verzieh dich. Ich sagte, verzieh dich. Tu mal nicht so. Nein, keine Magie, das brauche ich nicht. Die brauche ich höchstens mal zum Heilen. Das ist ja auch eine Option, wie Magie zu heilen. Ich habe auf jeden Fall Zaubertränke. Halten, glaube ich, nicht sehr viele dabei. Also wäre das wie meine Alternative, mich mit Magie zu heilen und dann die Magie zu heilen. Ja, ja. Aber es ist echt schon krass, bei solchen Dungeons wie diesem hier, wenn man das so nennen kann und möchte, hat man doch tatsächlich. Oh. Dauerhaft? Ich hoffe nicht. Ach, verdammt. Ich hoffe, es ist jetzt nichts Dauerhaftes. Das wäre echt unpraktisch. Ich speichere trotzdem mal extra auf keinem Spielstand. Sehr schön. Meine paar XP, die ich jetzt dadurch verliere, ist auch nicht so dramatisch, aber. Pass auf. Zaubersprechen. Alp. Ja, gute Frage. Was war ich jetzt wieder? Vorarmen. Wo ist der wohl? Bewegung vielleicht? Tatsache. Oh, okay. Die war schon auf. Bin verflucht, aber die Truhe ist auf. Schön. Kann man einfach nicht runterspringen zu Alp, zu dem Chef? Okay. Hä? Alp ist drin, aber ich sehe trotzdem nichts. Ah, jetzt. Einmal gedreht. Wir sind hier auf einer komplett neuen Ebene, war ja auch klar.
Ihr seid jetzt im Dunkeln, ist auch schön. Scheint morsch zu sein und ergibt unter einem Licht nach und ich stütze. Toll. Dieser sogar mal mit Ansage. Vorher komischerweise nicht. Auch merkwürdig. Man hört auch meistens irgendwie eine gewisse Geistesgegenwart jetzt sagen kann, hier, pass auf, fallt runter, wenn er da lang geht, aber trotz meiner Sinnesschärfe und so weiter passiert das hier irgendwie auch nicht. Komisch. Oha. In der Ecke liegen die traurigen Überreste eines ehemals stolzen Abenteurers. Borons Segen erbet, wissen wir nicht. Ich habe das Gefühl, leichten Plündern ist nicht so toll für die Götter. Das muss ja vielleicht nicht sein, ne? Gut. Jetzt können wir aber auch keine Informationen aus dem vermeintlichen Körper dann da, verdammt, rauskriegen. Falls es möglich gewesen wäre, was ich erstmal nicht glaube oder hoffe. Aber zumindest haben wir jetzt keinen Götterzorn auf uns geladen. Das ist vielleicht auch das Sinnvollere und Wichtigere, was es hier zu vermeiden gilt. Oh, was zum, wie lang ist der Gang? Ja, genau diesen langen Gang habe ich gemeint, siehst du? Angriff! Nein, Al, bleib, wo du bist! Oh Mann! Ich werde dich wieder voll beladen, ich sag dir das, nur damit du nicht so weit laufen kannst. Ist... Oh, warte, mein Evo ist weg. Ist der gerade abgehauen vom Kampffeld? Ja, aber doch der Erste, der sich bewegt hat, gerade oder nicht. Ich glaube, er hat zu wenig Leben und geht auch immer schon automatisch aus dem Kampf raus. Das ist durchaus eine Option. Naja, soll er meinen. Machen. Wenn er meint, soll er machen. So. Hatte ich eigentlich die Tür benutzt vorhin? Was, die Tür, die Treppe nach unten? Nee, oder? Weil ich jetzt auf der Karte nur diese Karte sehe, wo ich gerade bin und nicht den anderen Bereich. Oder ich bin noch mal tiefer gefallen. Oh Mann. Und dann ist langsam ätzend, was die ganzen riesigen Flächen dieser Karte angeht. Das ist mir einfach zu viel hier. Komm, haut ihr mal platt. Brav. Ja. Also vier Leben hat er jedenfalls nicht mehr. Es kann durchaus sein, dass er jetzt aber auch per Default abhaut. Durchaus möglich. Aha. Und jetzt sind wir... Alles klar. Wir waren nicht durch gewesen, jetzt sind wir es aber und jetzt wissen wir auch, wo es hinführt alles. Schön. Ich wünschte, bloß alle Fallen werden markiert, wenn ich drüber gelaufen bin, was ja nicht der Fall ist, wenn wir inzwischen wissen. Ah, es geht nicht tiefer, okay. Als ihr in den Raum betretet, schlägt euch fauliger Gestank entgegen. Ihr findet eine halb zerfallene Leiche eines geweihten... Nein. Gleiche wie eben gerade. Sieh mal, ein Totes da drin, den wollen wir nicht berauben. Das klingt mir nach einer Falle. Auch wenn ein Amulett per se verführerisch klingt, weil die könnten ja magische Eigenschaften haben. Aber ich werde die Pause gleich nutzen, wenn ich aufgehört habe aufzunehmen, um das Geisterschiff doch mal ein bisschen ergoogeln und gucken, ob ich da was mitnehmen kann oder nicht. Oh, Versteckung. Weil das klingt doch ein bisschen heikel, wie gesagt. Ich muss mir keinen Fluch zuziehen. Ich habe schon Taya jetzt verflucht und ich hoffe, ich kann den Fluch wieder aufheben mit der Zeit. Ich meine, die Zahlen bei ihr sind ins Rot geschrieben. Das klingt nach einem temporären Ding und keinem permanenten. Das wäre nämlich echt ärgerlich. Aber ich bin mal optimistisch. Im dümmsten Fall müsste ich so einen Fluch theoretisch in einem Tempel aufheben können, denke ich. Das sollte immer noch eine Option sein. Hier ist jetzt die Captain's Kajüte ganz unten. Da. Auf jeden Fall ist... Wow. Bosskampfartig. Oha. Alles auf einmal. Einer weniger auf einmal. Und wetten, das gibt trotzdem nur 7 AP. Oh oh. Halb könnte er sterben. Der ist weg. Der ist schlau. Komm, Durin. Ah, ein Punkt. Hey, besser als nichts. Achtung, Seef, kommt ein Grip auf dich zugelaufen. Mächtig stark, Muskeln bis zum geht nicht mehr auf den Knochen. Bestimmt fiese Angriffe drauf. Der ist auch weg. Kommt mal zum Helfen rüber, bitte. Voll schwer hier drüben. Na, noch habe ich leicht reden, dann Alp hat noch einigermaßen Leben.
Wer weiß, wie lange noch. Ich meine, er hat ganz wenig und wenn er getroffen wird, dann war es das demnächst, nehme ich an. Das haben wir ja schon mal gehabt mit ihm. Das tut nicht Not. Na? Na? Oh, der rennt doch nur an die Mumie, den Alp. Und Fiere kommt nämlich gar nicht zum Zug. Alp selbst auch nicht so richtig. Und der Rest auch nicht. Hallo, greift mal an jetzt hier. Nein, doch nicht das Zombie-Ding. Da hat doch nichts drauf. Die Mumie, bitte. Das Duell zwischen Mumie und Magier. Wahnsinn. Das dauert forever. Ja, machst du gut, Samira. Aber es scheint zumindest so zu sein, dass Zombies ja nicht anstecken können, wie das Zombies so normalerweise machen. Muss man ja anfangs erstmal auch ein bisschen Angst vor haben, ob so man eine Ansteckung da erleiden kann. Aber nein. Das Spiel scheint frei von sowas. Oh, nun komm, die letzten paar Kniffe hier. Geh doch. Durin, Walter deines Amtes, verhau die Mumie. Alp hat's nicht drauf, das wissen wir ja alle. Na? Ja, und weg damit. Ein Amulett. Könnt ihr behalten. Hey, ich hatte nicht mehr XP gekriegt. Ich bin begeistert. Hab dich nicht kommen sehen. Aber... Ach nein. Nicht schon wieder. Ach, verdammt nochmal. Noch eine tiefere Ebene. Ja. Und wo bin ich jetzt runtergefallen? Gute Frage. Ja, plopp, unten wird's. Unten oder was? Ja. Und wir alle zusammen, juhu! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sollte mir jetzt aber tatsächlich langsam mal heilen, denn das ist nicht mehr gesund hier. Was? Von der Ratte gebissen? Was? Ich stehe da bloß hier. Oh, ehrlich jetzt? Ich wollte mich gerade heilen. Och, nö. Ja, danke auch. Kann ich trinken, weil bewusstlos wetten? Das geht nicht, deswegen. Och. Na, so ein Mist aber auch. Ehrlich jetzt. Ich wollte ihn gerade heilen. Ach, jetzt auch mal Zauber alle, weil er bewusstlos ist. Ich halte es nicht aus. Firion war der Heiler, ne? Heilung. Balsam. Alp. Astralenergie. Er nimmt dafür 10 Astralenergie. Und Alp ist wieder, juhu, bei Bewusstsein. Na, immerhin. Dass ich echt mal runterfallen konnte. Ich sage, ich bin schon so weit unten, wie es geht. Offenbar ja doch nicht. Oh Mann. Oh Mann. Es ist überall, wie es aussieht, noch von oben runterfallen möglich. Aber es ist offenbar. Nee, das scheint normal zu sein hier. Einfach die Textur in der Decke irgendwie. Gemeinheit. So, hier ist einmal und auf der anderen Seite auch noch einmal. Und öffne mal. Ich habe jetzt echt viele Astralpunkte verbraucht für ein bisschen Heilung. Auch nicht. Oh! Wer? Adora von Greifenfurt. Den Zwölfen sei Dank. Mein Name ist Adora von Greifenfurt und ich werde bereits seit mehreren Monaten hier in meiner magischen Starre gefangen gehalten. Ich habe Auftrag des Großinquisitors dieses Schiffes gesucht, um es zu vernichten. Ich stehe in eurer Schuld. Um dieses Geisterschiff schnell zu verwirken, müsst ihr mir einen zierlichen goldenen Schlüssel, die Truhe um Steuerhaus öffnen. Ja, und den Dämonen, dessen Kraft das Schiff für Wasser hält, in seine Sphären zurückschicken. Ja, bitte. Erbo kann weg. Ha! Tatsache, Erbo ist weg. Finde ich gut. Ist jetzt voller Leben dabei. Ist in Ordnung. Zweihänder, Mensch. Aber warte. Zweihänder hier? Ein Schwert auf der linken? Ich kann zwei Sachen tragen? Das scheint mir nicht richtig zu sein. Warte kurz. Warum kann er das nicht? Und die Torwart, deswegen Spezialdings.
Nee, Kriegerin, wie er. Ich fasse jetzt nicht an, aber das ist ja mal krass. Will ich auch können. Sauerei. Das war sehr nicht Schönes. Na toll. Dann geben wir mal was an Alp ab. Da ist er. Haha. Ja, der Stapel wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich nicht. Ich würde gerne wissen, was dieses Amulett macht, wenn es da was macht. Wahrscheinlich macht es nichts. Ah, sieht nicht so aus. Egal, wir haben eine neue Gefährtin mit vollem Leben. Das ist ja schön. Und ich vertraue mal darauf, dass hier auch eine Wegbegleiterin ist und keine, die mich jetzt verarschen will. Kann ja theoretisch auch sein. Aber ich bin mal optimistisch. Aber ich dürfte jetzt echt am Boden angekommen sein, so tief wie es eben geht, oder? Tiefer geht's bestimmt nicht ins Schiff rein, also runter. Geht einfach nicht, es ist bloß ein Schiff, Mensch. Aber wo ist jetzt der Weg nach oben? Ah, ein schmaler Spalt vergrößern und die feucht-kalte... Was? Ja. So. Alles klar, sind wir wieder hier. Gut. Ja, okay. Jetzt haben wir es immerhin geschafft. Hier waren wir jetzt noch nicht, ne? Nee. Okay, liebe Leute. Ich habe soweit zumindest einen Hinweis, wie ich das Schiff jetzt kaputt kriege, ist schon mal sehr gut. Das ist natürlich unglaublich wichtig. Ich weiß auch nicht, wenn ich Schiff verlasse, ob ich jemals wieder drauf zurückkomme. Also muss ich es dann noch in einem Satz erledigen. Und ich habe meinen blöden Evo weg, der bestimmt eh bald abgehauen wäre, weil die bleiben ja bis so und so lange dabei. Und der ist schon sehr lange hier bei uns gewesen. Also auch das haben wir jetzt abgewendet und haben trotzdem jetzt noch jemand als Ersatz da. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Und vor allem ist eine Kriegerin, die kann ein bisschen was. Welchen Level hat sie eigentlich? Mal kurz gucken. Ich dachte, achtet gerade. Level 7. Oha! 7 ist sie. Körperkraft hat trotzdem weniger als ich. Hahaha. Ich bin besser geskillt als sie, obwohl sie höher ist. So muss es nämlich sein. Sogar mehr Leben gucken, kurioserweise. Aber man hat mehr Rüstungsenergie und so. Achso, ich bin bei Taya gerade. Warte, hä? Da. Ach so. Ach, die ist ganz schlecht. Okay. Okay, vergiss es. Trotzdem Level 7 ist per se nicht schlecht. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal bei dem schwarzen Auge Schicksalsklinge. Danach war es dir klar, würde ich sagen. Gehabt euch wohl. Ciao.